In diesem Video teste ich die Funktion, dass man von einer Fritzbox auf die anderen seine Einstellungen mitnehmen kann. Hier oben steht jetzt schon, dass man auf demselben Modell der Fritzbox alles wiederherstellen kann. Aber wenn ich ein anderes Fritzbox-Modell, können nur ausgewählte Einstellungen wiederhergestellt werden. Ist auch insofern logisch, dass die Boxen ja unterschiedliche Funktionen haben und da nicht alles kompatibel sein kann. Ich transferiere jetzt also von der Fritzbox 6430 Cable auf die 6590 Cable. Hier habe ich meine Einstellungen schon einmal gesichert und jetzt gehe ich auf die 6590. Ich wähle jetzt also hier meine Datei aus und muss jetzt hier das Kennwort eingeben, das ich vorhin festgelegt habe. So, ich würde jetzt einfach mal ganz rabiat sagen, alle Einstellungen wiederherstellen. Ich wüsste nicht, was ich da jetzt auch abwählen sollte. Ich bin mal gespannt, was passiert. Ja, jetzt muss ich hier wieder an der Fritzbox bestätigen und sage hier nochmal OK. So, das Einlesen war erfolgreich. Da bin ich doch mal gespannt. Also er hat jetzt auf jeden Fall schon mal das WLAN und so weiter mir geholt und auch sehr schön, die IP-Adresse ist da. Und was mir eigentlich am wichtigsten ist, dass meine ganzen Heimnetzgeräte auch wieder richtig zugeordnet werden. Das wäre natürlich ganz, ganz klasse, aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass das funktioniert. Naja, was ich jetzt noch machen muss, ich richte noch meine Kabelverbindung ein. Dazu gehe ich mal auf Internet und Zugangsdaten, genau. Kabelverbindung ist bereit. Ich gehe auf diese avm.de-läuft-Adresse. So, hier muss ich jetzt meinen Aktivierungscode und die Kundennummer eingeben. Und bekomme jetzt die Meldung, dass der Kram erfolgreich war. Und muss jetzt einmal die Fritzboxen erstarten. So, jetzt bin ich wieder auf meine 6590, also auf der neuen Fritzbox. Alle Einstellungen sind übernommen. Auch ganz nett ist, dass sogar die Telefonhistorie mit übernommen wird. Meine ganzen Einstellungen im Heimnetz, also die ganze Vergabe der IP-Adressen, sind jetzt hier auch mitgenommen. Ja, also gibt hier nichts zu meckern. Der hat sogar die alte SSID mitgenommen wieder. Also ich müsste jetzt nicht mal mehr die Geräte umkonfigurieren, wenn ich das WLAN der Fritzbox nutze. Also von daher kann ich nur sagen, der Test ist in diesem Fall gelungen.